Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir schon etwas von dieser komischen Wurzel gefunden. Ich komme gerade nicht drauf, wie sie heißt. Und jetzt sollen wir die anderen zwei Lager hier untersuchen. Das machen wir jetzt mal. Oh, da gibt es noch Rubidit-Erz. Das nehmen wir natürlich mit. So, das ist Fenorian. Ich wollte gerade noch sagen, wir müssten jetzt in der Nähe sein. Lyris hatte recht. In diesem Lager wimmelt es von Mitgliedern des Eiskap-Zirkels. Und sie stellen hier auf jeden Fall die Medaillons her. Ich konnte sogar eines mitnehmen. Wir müssen näher ran. Wie happy der klingt. Näher? Es gibt mehr über diese Magie herauszufinden, als sie nur aus der Entfernung zu betrachten. Ich muss wissen, wie genau sie ihre Verzauberungen erschaffen. Mit eurer Hilfe werden wir alles, was wir wissen müssen, hier in diesem Lager erfahren. Was ist so besonders an diesem Lager? Es ist ein Landeplatz für Boote, die von der Insel Eiskap kommen. Und sie sammeln hier etwas, was zur Herstellung der Medaillons beiträgt. Wenn ihr mich in die Mitte des Lagers bringen könnt, kann ich erfahren, was es ist. Ich werde euch helfen, die Mitte des Lagers zu erreichen. Es wird eine riesige Hilfe sein, herauszufinden, wie sie diese Medaillons erschaffen. Die graue Schar treibt ihre Pläne schneller voran. Sie brauchen aus irgendeinem Grund mehr Medaillons. Ein großer Gramsturm naht. Wir müssen bereit sein. Warum meint ihr, dass wir in der Mitte des Lagers mehr erfahren können? Weil die graue Schar dort unten etwas bewacht. Ich kam nicht nah genug heran, doch es sah so aus, als hätte man das Lager um etwas herum aufgebaut. Zudem habe ich ein paar Hexenreden hören. Sie haben sich beschwert, dass sie immer mehr Medaillons herstellen müssen. Erzählt mir mehr über die graue Schar. In der ersten Ära hatte eine Armee aus Vampiren und Werwölfen versucht, das Land zu erobern. Doch sie wurden in Bankorei aufgehalten. Sie nannten sich die graue Schar. Es scheint, als hätte Radha al-Saran diese Armee wieder auferstehen lassen. Sowohl bildlich als auch wörtlich. Okay. Dann müssen wir komplett bis nach unten. Dann würde ich sagen, dann reiten wir mal eben dahin. Auch wenn ich hier gerade so gar nichts sehe. Ich sehe ein Feuer. Ich sehe Holz. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Weil mein Let's Play-Account hat da nicht so viel von, ne? Leichen? Was haben Sie mit den Medaillons zu tun? Sehen wir uns den Friedhof in der Nähe an. Den Friedhof? Das ist wahrscheinlich das geradeaus, oder? Ja! Oh ja. Unbekannt, eine fahrende Händlerin, ermordet vom Banditen. Diese Tochter Himmelsrand war als alt und weise angesehen. Diesmal sagt er nichts. Lecker die Korpulente. Alt wie der Hiss, diese Mutter aus Trübmoor, Gelehrte unserer Traditionen, starb an gebrochenem Herz. Hier ruht Utbet, Sohn von Lülle, Häuptlingsschlechter. So alt wie die Berge, geborener Krieger, starb auf dem Abort, überschüttet mit Hohn. So, er hat jetzt gefragt, warum die so wichtig sind. Das habe ich mitbekommen. Kommen die hier rein? Nee, dann kann ich den noch lesen, oder? Hier ruht Brokel, geliebter Sohn, Hirte, starb im Schlaf, alt wie Himmelsrand. Da ist auch noch eins. Unter diesen Steinen ruht Harlock, der Bastard, ein müder alter Tunichtgut und Bruder von Jor, ein Taugenichts im Leben, der im Schneesturm erfror. Fertig? Seid ihr zu einem Schluss gekommen? Nö. Aber du wirst mir da sicher was zu sagen können. Nun, wir haben beide die Grabsteine sehr gründlich studiert. Wenn wir herausfinden können, warum der Zirkel genau diese Leichname ausgegraben hat, wird uns das etwas darüber verraten, wie die Medaillons verzaubert wurden.
Sprechen wir darüber, was auf den Grabsteinen gefunden haben. Natürlich. Notizen abgleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Aus euch wird eine feine Gelehrte, meine Freundin. Wollen wir mal sehen. Mir ist aufgefallen, dass hier eine Mischung verschiedener Kulturen begraben ist. Es waren nicht nur Nord. Fällt euch an den Verstorbenen etwas auf? Sie hatten alle etwas gemeinsam, als sie noch lebten. Wirklich? Was war das? Waren das nicht alle so Tu-Nichts-Gute und so? Aber das hat ja jetzt nichts mit dem zu tun, was hier steht. Gingen der gleichen Arbeit nach, ja. Quasi gar keiner. Hatten das gleiche Geschlecht? Nee, das waren Männer und Frauen. Gleichen Namen auch nicht. Dann reden wir mal mit ihm. Nun, wir haben natürlich. Und sagen, sie hatten, sie hatten alle etwas gemeinsam, suchen. Als sie starben. Wirklich? Erzählt mir mehr. Ja gut, sie wurden alle auf diesen Friedhof begraben, ja? Nun ja, doch das gilt auch für die Toten, deren Ruhe man nicht gestört hat. Wir versuchen herauszufinden, was die ausgegrabenen Leichen gemeinsam haben. Wisst ihr noch? Es muss doch etwas geben, was wir übersehen. Hätte ja klappen können. Natürlich. Notizen abgleichen und nach Gemeinsamkeiten suchen. Wirklich? Erzählt mir mehr. Sie starben auf die gleiche Art und Weise. Ja, das kann man ja nicht wissen. Ich meine, sie waren sie alle alt, als sie starben? Ich glaube ja, ne? Natürlich. Warum ist mir das nicht aufgefallen? Die Grabsteine der ausgegrabenen Gräber erwähnten alle, dass die Verstorbenen alt waren. Lasst mich nachdenken. Bei einigen nekromantischen Zaubern braucht man die sterblichen Überreste von Alten. Es hat etwas mit dem natürlichen Verfall des Lebens zu tun. Ach, das war doch jetzt easy. Direkt auf dem ersten Versuch. Der natürliche Verfall des Lebens? Laut einer nekromantischen Theorie sammelt ein lebendes Wesen beim Altern auf ganz natürliche Weise immer mehr nekrotische Energie an. Wird ein Körper alt und vergeht, zerfällt das Leben in ihm. Nekrotische Energie ist ein Nebenprodukt dieser Auflösung. Verrät euch das genug, um herauszufinden, wie man die Medaillons herstellt? Ich weiß jetzt genug darüber, wie sie die Medaillons erschaffen, um meine Forschungen weiter voranzutreiben. Ich kehre in den blauen Palast zurück und fange damit an, ein Elixier zusammenzumischen. Was soll ich sonst noch für euch tun? Um ein Elixier herzustellen, das einen gegen die Gramstürme verteidigt, brauche ich noch eine Probe von verfeinertem Niederwurzgebräu. Und wir müssen herausfinden, was die Graue Schar plant. Helft Lyris und Svana an den Lagern. Dann treffen wir uns am blauen Palast. Wir haben eine Probe des verfeinerten Niederwurzgebräus im Midlandlager genommen. Lyris bringt sie nach Einsamkeit. Ich bin froh, das zu hören. So müssen wir nur noch herausfinden, was die Graue Schar plant. Geht und trefft Svana am Lager in Schwarzweite. Ich kann nicht sagen, dass ich euch beneide. Während Schwarzweite faszinierende Ansätze für die Forschung bietet, ist es dort auch überaus gefährlich. Ja, das heißt dann, dass wir uns gleich irgendwo hier unten in Schwarzweite wiedersehen. Ich weiß nur noch nicht so genau, wo ich hin muss. Bis gleich. So, da sind wir. Bei den Göttern. Lauft! Verdammt seien diese Gramstürme und was sie meinen Leuten antun. Ich wollte gerade sagen, wieso zückt sie jetzt hier den Boden? Hallo? Hallo? Svana? Ich würde gerne mit dir reden. Svana? Ah! Ich kam hierher, um zu erfahren, was die Graue Schar vorhat. Und was finde ich? Gute Bürger aus den Jaltümern, die von den Gramstürmen gequält sind und für irgendeinen unheiligen Zweck gefangen gehalten werden. Ganz gleich, wie viele von ihnen ich befreie, die Gramvollen verlassen diesen Ort nicht. Hattet ihr schon Gelegenheit, das Lager der Grauen Schar zu erkunden? Das ist genau, was ich getan habe. Und versucht, diese Betroffenen dazu zu bringen, diesen Ort zu verlassen. Die Gramvollen. Der Sturm beraubt sie ihres Willens, ihres Verstands. Ich kam aber nicht tiefer ins Lager hinein. Wir müssen versuchen, mehr über den großen Sturm herauszufinden, den die Graue Schar plant. Das stimmt.
Eine Reihe von Kriegsfürsten der Grauen Schar scheinen sich im Lager zu treffen. Es sollte also möglich sein, mehr über ihre Pläne in Erfahrung zu bringen. Es ist allerdings Vorsicht geboten. Ich möchte nicht so enden wie die Gramvollen. Als Nahrung für diese Horker. Sagt mir, was euch beim Erkunden des Lagers aufgefallen ist. Seit meiner Ankunft werden ständig Botschaften übermittelt. Ich habe den Namen Radar al-Saran gehört. Der Aschefürst. Nur leise und ehrfürchtig ausgesprochen. Sein Name stand auf der Verlautbarung, die ihr gefunden habt, wisst ihr noch? Wir müssen dort hinunter und sehen, was wir noch in Erfahrung bringen können. Hallo? Können wir auch einfach weiterreden, Svana? Seit meiner Ankunft werden ständig Botschaften übermittelt. Ich habe den Namen Radar al-Saran gehört. Der Aschefürst. Nur leise und ehrfürchtig ausgesprochen. Sein Name stand auf der Verlautbarung, die ihr gefunden habt, wisst ihr noch? Wir müssen dort hinunter und sehen, was wir noch in Erfahrung bringen können. Ich frage mich, was die Graue Schar hier unten treibt. Sich verstecken. Ihre Streitkräfte sammeln. Graben. Untergraben. Das ist der richtige Ausdruck, denke ich. Und sie versammeln die Gramvollen. Treiben sie zusammen wie Vieh. Es ist monströs, was sie diesen armen Leuten antun. Seid ihr sicher, dass sie hier unten sein sollte, Prinzessin? Ich bin mir nur sicher, dass ich es versuchen muss. Wenn mein Vater nicht handelt, obliegt es mir, die Sache in die Hand zu nehmen. Das ist, was meine Mutter von mir gewollt hätte. Ja, aber ob sie auch gewollt hätte, dass sie dann hier runterkommt, das weiß ich noch nicht. So, theoretischerweise müssten wir... Ich kann es gar nicht anvisieren gerade. Aber theoretischerweise müssten wir da komplett runter, ne? Was liegt denn hier alles Schönes rum? Es geht ja gar nicht. Und das mitten im Let's Play. Das ist ja unfair. So. Nochmal so. Genau, da steht tiefer. Die Frage ist jetzt nur, wo müssen wir jetzt genau hin? Gucken darum. Dort, oben auf dem Aufzug. Hören wir zu. Okay. Ach, da. Machen wir doch glatt. Exarch Zingalis ist gefallen. Ich habe Radar al-Saran, unseren Aschefürst, noch nie so sorgenerfüllt gesehen. Oder so wütend. Ändert der Verlust des Exarchen unsere Pläne? Nicht im geringsten. Der Schlag gegen Einsamkeit wird wie geplant erfolgen, nachdem Exarch Ulfra das verbesserte Ritual im Niederhain erprobt hat. Das war's? Okay. Da hinten geradeaus. Aber ich sehe das auf der Karte hier gar nicht mehr. Das wird auch gar nicht angezeigt. Graue Schar tiefer. Reiten wir los! Ja. Ah, hier. Seht, auf dem Gerüst. Belauschen ich habe die Befehle im Zelt gelassen, aber der Aschefürst war unmissverständlich. Wir brauchen mehr Niederwurz. Kümmert euch um den Niederhain. Zu Befehl, Pentarch. Der Niederhain? Das klingt sehr wichtig. Da oben. Die Graue Schar hat auf jeden Fall etwas Großes geplant. Suchen wir in den Zelten nach einer Kopie dieser Befehle. Ja. Machen wir. Nachdem wir uns kurz die Truhe geschnappt haben. Ja, komm.
Okay, dann müssen wir... Ach so, da in das Zelt nehme ich mal an. Warum erinnern die mich jetzt irgendwie an Resident Evil? Ich weiß es nicht. Wobei die auch so halb tot aussehen. So, du wirst mir sowieso sonst im Zelt folgen. Meine geliebte Sippschaft, mir fehlen die Worte. Zingales ist tot. Seine Mörder sind in die Schatten geflohen. Zweifelsohne haben sie vor, uns bei unserer rechtschaffenen Arbeit zu stören. Schon jetzt gibt es Gerüchte, dass sie der Ausbreitung der gramvollen Einheit gebieten wollen. Ich werde nicht zulassen, dass unser Ziel noch mehr in Gefahr gerät. Meine Familie wird von ihrer Pein erlöst werden und nicht einmal Molag Bal persönlich kann mich aufhalten. Daher müssen wir unsere Bemühungen beschleunigen. Alle Vorbereitungen des Angriffs auf Einsamkeit müssen schnellstens abgeschlossen werden. Stellt also sicher, dass alles, was wir für die Arbeit in Niederheim brauchen, bereit ist. Der Ort ist versteckt und geschützt im alten Hügelgrab, das genau zu diesem Zweck in der Erde versunken ist. Das perfekte Testgelände für die nächste Stufe der Gramstürme. Exarch Ulfra wird dieses Vorhaben leiten und den Weg für den finalen Gramsturm ebnen. Sieg der Grauen Schar. Rada al-Saran, der Aschefürst. Das ist, wonach wir gesucht hatten. Unterhalten wir uns. Ja, hier? Dein Ernst? Okay. Befehle von Rada al-Saran. Seine Worte lassen mir einen Schauer über den Rücken laufen. Ihr Plan für Einsamkeit könnte sogar noch schrecklicher als ein heftiger Angriff sein. Wir müssen zurück und herausfinden, wo genau dieser Niederhain liegt. Ihr meint wirklich, dass Einsamkeit in Gefahr sein könnte? Ihr habt gesehen, was in Kilkriad und in Kartwacht geschehen ist. Was auch immer sie für Einsamkeit geplant haben, klingt wesentlich schlimmer. Ich wünschte nur, wir wüssten mehr über diesen Rada al-Saran und seine Ziele. Bei ihm klingt es so, als würde er seine Armee als Familie betrachten. Eine Familie von Monstern. Wer hätte je gedacht, dass Vampire und Werwölfe zusammenarbeiten? Mal ganz zu schweigen davon, dass sie wie Brüder und Schwestern sind. Das ist doch unnatürlich. Hoffentlich bringen uns die gefundenen Befehle einen Vorteil. Ich bin froh, dass ich mich in Schwarzweite umsehen durfte. Aber ich kann es nicht erwarten, die Sonne und den Himmel zu erblicken. Ganz gleich, wie groß diese Höhlen auch sein mögen. Es fühlt sich immer noch so an, als wären wir hier unten lebendig begraben. Was muss ich noch tun? Wir sind hier heruntergekommen, um herauszufinden, was die Graue Schar plant. Doch Fenn braucht immer noch eine Probe des verfeinerten Niederwurzgebräus und Informationen darüber, wie die Medaillons erschaffen werden. Helft Fenn und Lyris bei den anderen Lagern. Dann treffen wir uns in Einsamkeit. Wir haben Informationen über die Medaillons und das Niederwurzgebräu. Fenorian und Lyris werden uns in Einsamkeit treffen. Dann sind wir hier fertig. Ich hoffe, wir haben genug gefunden, um die Bedrohung durch die Graue Schar zu beenden. Ich werde euch am Blauen Palast treffen. Viel Glück, meine Freundin. Ja, dann würde ich sagen, den können wir nochmal eben looten, auch wenn er es nicht ist, den ich gerade loote. Dann würde ich sagen, dass ich mich selber gerne sehen würde, wenn ich schon auf mich schalte, dass ich jetzt eben zum Palast rüber düse, aber dass wir dann, ja, das, was uns im Palast erwartet, erst in der nächsten Folge sehen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.